wird Ihnen präsentiert von Kleinwächter und Bröker. Auf den Dächern des Münsterlandes zu Hause, von kleinen Reparaturen bis hin zu großen Sanierungen. Kleinwächter und Bröker, ein starkes Team für Ihr Dach. Hallo und herzlich willkommen in Bösensell. Es ist der 7. Juli 2018 und der SV Bösensell traf im heimischen Stadion auf den DJK VfL Billerbeck. Moment mal, sagen Sie jetzt, Bösensell und Billerbeck, da war doch was. Genau, beide Teams waren vor wenigen Tagen noch in verschiedenen Entscheidungsspielen und im Aufstieg im Einsatz. Hier ein kurzer Rückblick. Nieberge, 2. Juni 2018, Entscheidungsspiel um den Aufstieg zwischen der SG Telgte und dem SV Bösensell. 10. Minute und Florian Bussmann mit dem 1:0 für Bösensell. 38. Minute 1:1 durch Laiken Just. 55. Minute, Maffmeier trifft für Telgte zum 2:1 vom Punkt aus. Telgte jetzt total überlegen, Bösensell in Schwierigkeiten und blabert in der 62. zum 3:1 für Telgte. Doppelschlag, Möllers mit einem Strahl, 4:1, Telgte. Hier schützt sich Mühltrupp mit dem Anschlusstreffer zum 2:4, 10 Minuten vor Schluss. Der Sieger macht den Deckel drauf, 5:2 Telgte in Minute 88. Die SG Telgte steigt in die Bezirksliga auf, Bösensell geht leer aus und muss in die Relegation. Gescher, 3. Juli 2018, Entscheidungsspiel um den Aufstieg zwischen der U23 der Spielvereinigung Vreden und dem DJK VfL Billerbeck. 6. Minute, kalte Dusche für Billerbeck, Vredens U23 geht durch Kösters in Führung. Nachspielzeit und Arthas setzt den Schlusspunkt, die U23 aus Vreden mit dem 2:0. Vreden U23 steigt somit in die Bezirksliga auf, Billerbeck muss dem Gegner beim Feuer zuschauen und trifft in der Relegation auf den Biss. Und da sind wir auch schon wieder zurück im Stadion am Helmerbach. Sie haben es gesehen, die beiden Verlierer der vorangegangenen Entscheidungsspiele spielen hier in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel um den letzten verbliebenen Aufstiegsplatz in die Bezirksliga. Noch 180 Minuten oder länger müssen bzw. dürfen beide Teams nachsetzen und dann steht er fest, der letzte Aufsteiger der Saison 17-18. Vor rund 1200 Zuschauern wurden an diesem Donnerstagabend die ersten 90 Minuten dieser Relegation ausgetragen. Am kommenden Sonntag findet dann das alles entscheidende Rückspiel in Billerbeck statt. Also angerichtet. Glücklicherweise zog eine Gewitterfront an diesem Abend knapp am Münster vorbei, sodass diese Partie pünktlich und auf Rasen angepfiffen werden konnte. Ansonsten hätte das Hinspiel später am Abend womöglich auf Kunstrasen überflutet ausgetragen werden müssen. Das Schiedsrichterteam dieser Begegnung bestand aus Referee Jan Lohmann sowie seinen beiden Assistenten Christoph Schulte und Ramon Pauli. Und hier die Aufstellung. Wir beginnen mit dem SV Bösensell. Das Trainerduo Matthias Krüsker baut bei Leifen schickte folgende Elf ins Hinspiel. Im Tor Schölling, davor Lips, Kapitän Oberhoff, Klüfgott, Schulze Spültrupp, Leifgen, Wiedau, Vosskühler, Meersmann, Bussmann und Roman. Und auf der anderen Seite setzte Billerbeck-Cheftrainer Steffen Cibicek auf folgende Startelf. Im Tor Schürhoff, davor Schulze Bisping, Daltrup, Aupert, Markus Möllering, Kapitän Zumbülte, Kulage, Majewski, Leimkühler, Deitert und Matthias Möllering. Auf geht's, jetzt kennen Sie alle Akteure. Bösensell in Schwarz-Gelb und Billerbeck in Blau. Wir starten den Zusammenschnitt in Minute 4. Bösensell zu Beginn das aktivere Team und mit der ersten zeigenswerten Offensivaktion. In der Spitze schnappt sich hier Christoph Hohmann vom Gegner die Kugel. Schussversuch, gerade noch abgeblockt von Billerbecks Nummer 11, Markus Möllering. Dann Minute 7 und der erste Hochkaräter dieser Partie. Balleroberung von Andreas Wiedau für Bösensell an der Mittellinie. Schulze Spühntrupp treibt den Ball über links. Spielt den Ball in die Mitte auf Florian Bussmann. Der steckt durch für Schulze Spühntrupp. Der wackelt Max Zumbülter aus. Schuss und Pfosten. Glück für Billerbeck, dass der Ball nicht im kurzen Eck einschlägt. Und hier die Wiederholung. Klasse, wie hier Bösensells torgefälligster Spieler Schulze Spühntrupp Billerbecks Kapitän aussteigen lässt. Dann der Schuss und vom Außenpfosten prallt der Ball ins Tor aus. Schürhoff hatte zuvor schon einen Schritt in die Mitte gemacht. 22. Minute und noch einmal der SVB. Von Billerbeck hatte ich bis dato noch keine zeigenswerte Szene für Sie. Mirko Lips hier mit der Nummer 2 auf rechts zu Oliver Meersmann. Der wiederum in den Lauf von Kapitän Lennart Oberhoff. Dann eine scharfe Reingabe und in der Mitte Sens Bussmann über den Ball. Ja, Wahnsinn! Florian Bussmann vergibt ja eine Riesengelegenheit zur Führung. Hier die Wiederholung. Sauber am Ball vorbeigetreten, würde ich mal sagen. Sehr ärgerlich aus Sicht der Heimmannschaft. Wir springen weiter in Minute 39 und jetzt auch mal die Gäste mit einer ersten guten Torgelegenheit in dieser Partie. Jan Deitert im Doppelpass mit Thomas Aupert. Deitert über links, tritt auf den Ball und übergibt an Aupert. Der flankt den Ball scharf vor das Tor. Schölling ist da, aber der Ball noch im Gefahrenbereich. Nachschuss, Kulag und der Ball ist drin. Tor für den VfL Billerbeck. 0:1, Torschütze war Niklas Kulage. Und der erzielt hier schon einmal einen ganz wichtigen Treffer für seine blau gekleidete Mannschaft.
Denn in der Relegation zählt auch die Auswärtstorregel. Jede Wiederholung des Tores, die Hereingabe von Aupart, wehrt SVB-Keeper Schölling. Noch vor dem Einschuss bereiten Felix Leimkühler ab. Aber den Abpraller nimmt Kulage Volley und jagt ihn humorlos zum 0:1 unter die Latte. Da gab es für Schölling und Co. nichts mehr zu retten. Neuer Spielstand nach 39 Minuten also Bösensell 0 und Billerbeck 1. Das war es dann auch schon mit Durchgang 1. Es blieb hier beim 0:1 zur Pause aus Sicht der Heimelf. Wir springen direkt in Halbzeit 2 und zwar in Minute 56. Bösensell in Spielaufbau über rechts. Ein langer Flugball von SVB-Kapitän Overhoff landet in der Spitze beim in der Pause eingewechselten Linus Lifgen. Der legt zurück und heraus. Schulze, Spieltrupp heran und Tor! 1:1 für Bösensell. Die Tormaschine des SVB hatte wieder zugeschlagen. Nils Schulze Spültrupp besorgt hier für Gelb-Schwarz den Ausgleichstreffer und Bösensell hatte es hier eilig. Aber da hat er auch ein wenig gegnerische Unterstützung, wie wir hier sehen werden. Achten Sie beim Schuss von Schulze Spültrupp auf Billerbecks Schlussmann Tim Schürhoff, der hier für meinen Geschmack den Schuss viel zu leicht passieren lässt. Den muss er aus dieser Entfernung und aus diesem Winkel eigentlich halten, auch wenn der Ball stramm geschossen war. Wie dem auch sei, neuer Spielstand also nach dem Tor von Nils Schulze Spültrupp nun 1:1. Und damit war hier wieder alles offen, auch wenn Billerbeck immer noch das Auswärtstor für sich beanspruchen konnte. Eine Minute nach dem Ausgleichstreffer dann mal etwas Kurioses hier in Bösensell. Als dem Schölling ein frisches Ausführen wollte, passierte nämlich Folgendes. Da ging nämlich plötzlich der Rasensprenger los und sorgte erst einmal für eine schöne Dusche in der Billerbecker Hälfte. Im Grunde eigentlich keine schlechte Idee, bei schwülwarmen Temperaturen um die 30 Grad und der Stadionsprecher kommentierte die Situation treffend mit Trinkpause, Bösensell hatte wirklich an alles gedacht. Trotzdem musste die Begegnung kurz unterbrochen werden, bis sich der Rasensprenger wieder beruhigt hatte. Und das Wasser mit der Aussicht auf eine schöne Erfrischung zog die Spieler tatsächlich magisch an, wie wir hier sehen. Wie eine Herde auf dem Weg zur Trinkstelle. Nun denn, nach dieser kleinen Duschanlage ging es weiter und wir springen in Minute 59 und dort antwortete nämlich Billerbeck auf den Ausgleichstreffer. Wir sehen Matthias Möllering auf rechts in Ballbesitz. Er schaut kurz, wird nicht angegriffen und spielt dann in die Mitte zu Philipp Daldrup weiter. Wir sehen Jan Deitert starten, Pass! Dann ein Abschluss von Deitert. Der Ball zunächst gehalten, aber der Ball prallt doch ins Tor. Und es steht hier 1:2 für Billerbeck. Und der Torschütze war kein blau gekleideter Spieler. Es war ein unglückliches Eigentor von Mirko Lips, das Billerbeck hier die erneute Führung einbrachte. Wir schauen direkt auf die Wiederholung. Und hier sehen wir nochmal das tolle Zuspiel von Daldrup auf Deitert. Der wiederum scheitert mit seinem Abschluss am glänzend parierenden Tim Schölling im SVB-Tor. Nur prallt der Ball dann im Anschluss von Mirko Lips Oberkörper ins eigene Tor. Sehr unglücklich, aber im Prinzip nichts zu verhindern, dieses Eigentor. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Von der Schulter ins eigene Tor, ausgerechnet in so einem wichtigen Spiel. Aber kein Vorwurf an Lips oder Schölling, da konnten beide wahrlich nichts dafür. Also Bösensell 1 und Billerbeck 2 nach knapp 60 gespielten Minuten. 2 Minuten später dann nochmal die Gäste. Nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte ging es plötzlich hier ganz schnell in Richtung des SVB-Tores. Flugball, per Kopf von Leimkühler weitergeleitet. Daldrup spielt zurück auf Deitert, der in den Lauf von Kulage. Querpass auf den mitgelaufenen Deitert, der wiederum schlägt noch einen Haken gegen Lips und knallt das Spielgerät zum 1:3 in die Maschen. Was für ein klasse herausgespieltes Tor der Gäste hier in Minute 61. Toll gemacht, am Ende einer richtig starken Kombination macht ihn also Jan Deitert rein. Damit hatte Billerbeck die Tür zur Bezirksliga schon einmal weit aufgestoßen. Jeder Treffer in der Wiederholung, es lag keine Abseitsposition vor, der Treffer absolut korrekt herausgespielt, es gab keinen Grund für das Schiedsrichterteam von Referee Jan Lohmann hier einzugreifen. Stark wie Jan Deitert am Ende die Ruhe behält und an Lips vorbei ins Tor einschießt. Andere hätten hier vermutlich etwas überhastet abgeschlossen und das Tor vielleicht nicht gemacht, aber nicht dieser Deitert. Stark herausgespielt und Gästetrainer Cimicek kommentierte das Tor mit einem "Endlich wird hier Fußball gespielt". Ja, das wurde hier ganz offensichtlich in dieser Szene so gemacht. Tolles Tor von Billerbeck in Minute 61.
Folgeminuten gab es hier eine Reihe von Freistößen. Den Anfang machte Bösendell durch Oberhoff in Minute 65. In der Mitte verpasst am Ende Andreas Widau die Kugel knapp. Auf der anderen Seite Matthias Michael Schulze-Bissling mit einem Freistoß für Billerbeck. Aber am Ende auch sein Versuch knapp über dem Querbalken. Und zum Schluss, in der 72. noch einmal der SVB und in der Mitte köpft hier Schulze Spültrup rechts am Tor vorbei. So also weiterhin 1:3 aus Sicht der Gastgeber nach 72 Minuten. Und die wollten hier unbedingt den Anschluss treffen. Verständlich. Andreas Widau in Spielminute 76 mit der Hereingabe. Dann hat Linus Leifke die Murmel im Strafraum, dreht sich, Schuss, aber der Ball rauscht knapp am linken Pfosten vorbei. Hier die Wiederholung und da sehen wir, dass Linus Leifke den Ball nicht optimal trifft und das Spielgerät wohl deswegen am Billerbecker Tor vorbeirauscht. Ansonsten hätte es hier durchaus gefährlich werden können. Dann die Schlussphase dieser Hinspielbegegnung. Bösendell riskiert jetzt mehr, wohl wissend, dass ein 1:3 nur wenig Chancen für das Rückspiel bedeuten würde. Wieder eine Freistoßsituation. Der Ball kommt hoch in den Strafraum. Kopfball links gehalten und im Nachfassen hat der VfL-Keeper Schür auf den Ball dann sicher. Dickes Ding hier für Bösendell in Minute 83. Vergeben durch den Unglücksraben vor dem 1:2 Mirko Lips. Jede Wiederholung, das ist auch Schlussmann. Tim Schürhoff mit einer Glanzparade dafür, dass der Ball nach Kopfball aus kurzer Distanz von Lips nicht in seinem Gehäuse einschlägt. Klasse pariert von Billerbecks Keeper hier. Dann die 90. Minute. Bösendell rannte an und Billerbeck konterte. Wie hier über Markus Möllering. Der hat viel Platz. Klöfkorn kommt doch mal heran. Doch Möllering bleibt im Ballbesitz. Schlägt einen Haken. Lässt hier Schölling aussteigen. Schussversuch, aber Oberhoff gerade noch rechtzeitig zur Stelle, um den Abschluss zur Ecke abzuwenden. Glück für Bösendell, dass Markus Möllering etwas egoistisch hier versucht, den Ball selbst reinzumachen und das 1:4 somit am Ende vielleicht etwas fahrlässig liegen lässt. Markus Möllering zwar mit starkem Dribbling, verpasst hier aber das Fenster für einen Querpass und so wurde es am Ende immer schwieriger für ihn, die passende Lücke zum Tor zu finden. Da war deutlich mehr drin für Billerbeck, will ich mal meinen. Dann die Nachspielzeit. 4 Minuten waren von Referee Lohmann angezeigt worden. Die zweite davon lief hier bereits. Billerbeck wieder mit einem Konter. Langer Ball in die Spitze auf Markus Möllering. Aber auch hier machen es die Billerbecker am Ende wieder etwas zu kompliziert. Und so kommt nach Fehlpass von Majewski wieder Bösendell in Ballbesitz. Jetzt ging es schnell wieder in die andere Richtung. Christoph Hohmann hat den Ball. Spielt auf Linus Leifgen raus. Und in der Mitte rettet dann am Ende VfL-Keeper Schürhoff haarscharf vor dem einschussbereiten Schulze Spültrup. Da schnupperte der SVB am Anschlusstreffer. Hier die Wiederholung. Tim Schürhoff in dieser Szene aufmerksam und gerade noch rechtzeitig mit seinen Händen zur Stelle, um vor Bösendells Top-Torjäger zu klären. Gut aufgepasst vom VfL-Schlussmann hier in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Und eine allerletzte Szene habe ich dann noch. Wir befinden uns mittlerweile in der 4. Minute der Nachspielzeit. Einwurf SVB durch Andreas Widau. Linus Leifken steckt durch zu Robin Voskühler. Der wiederum spielt in den Rückraum zu Schulze Spültrup. Der ist ja völlig blank, nimmt den Ball an. Schuss und Tor! Was für eine Dramatik hier in der Nachspielzeit. 2:3 Anschlusstreffer für den SV Bösendell durch Nils Schulze Spültrup. Durch wen auch sonst. Damit war der SVB plötzlich wieder zurück im Aufstiegsrennen. Hier die Wiederholung. Der VfL Billerbeck gedanklich wohl schon in der Kabine, ließ er den Torschützen im Strafraum sträflich alleine. Und der bedankte sich für diese Freiheiten auf seine Art und zwar mit dem sehr wichtigen Treffer zum 2:3. Hat dabei allerdings auch etwas Dusel, dass der Ball von Schürhoff leicht abgefälscht durch die Beine von Timo Wurps rauschte. Wie dem auch sei, das Tor, es zählte und somit hatten wir wieder eine gänzlich andere Ausgangssituation für das Rückspiel in Billerbeck. Und wenige Sekunden danach pfiff Jan Lohmann die Begegnung ab. Der VfL Billerbeck nimmt also am Ende nach Treffern von Kuhlage, Deitert und dem Eigentor von Lips bei 2 Gegentreffern durch Schulze Spündrup einen 3:2 Auswärtserfolg mit ins Rückspiel. Dass die Ausgangssituation nicht komfortabler ausgefallen ist, haben Sie, werte Zuschauer, gerade gesehen. So erwartet uns fürs Rückspiel dann doch noch eine hoffentlich spannende und ausgeglichene Partie um den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Statistik zeigt, dass der SVB hier mit einem Chancenplus aufwarten konnte, aber vor dem Tor nicht so viel Treffsicherheit an den Tag legte und in manchen Szenen auch etwas weniger Fortune hatte wie der Gegner aus Billerbeck. Die nette Spielzeit betrug hier und heute 74 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich an dieser Stelle. Ihr, euer Timo Ermeling.
Dieses Spiel wurde Ihnen präsentiert von Kleinwächter und Brücker, Dachdecker und Zimmerer. Auf den Dächern des Münsterlandes zu Hause, von kleinen Reparaturen bis hin zu großen Sanierungen. Kleinwächter und Brücker, ein starkes Team für Ihr Dach.